Jung brutal durchgesuchtet. Heute ein neues Video. Nach 2 langen Monaten der Abstinenz bin ich heute wieder für euch da. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Grund, ja, Real Life, ihr kennt es, AFK, immer was los, neues Setup aufgebaut, deswegen auch andere Kameraperspektive als sonst. Ich hoffe, es stört euch nicht. Lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Oder natürlich auch ein Dislike, wenn euch diese neue Kameraperspektive nicht gefällt. Und ja, abonniert gerne den Channel. Aber ich will jetzt gar nicht so viel hier rumlabern, sondern ich will euch dieses Gebäude hier vorstellen. Es ist das Kloster von diese Kreta hat es gebaut in der Nähe von Greifenstein. Ja, der, ich möchte nicht sagen der christlichen Hauptstadt, weil es gibt mehrere christliche Städte auf dem Server. Aber schon eine der größeren Städte, wenn nicht sogar die größte, ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert, finde ich sehr schön auf jeden Fall die Stadt. Und ja, dieses Kloster, wie gesagt, steht quasi unter dem Schutz dieser Stadt. Deswegen würde ich sagen, zögern wir nicht lange und reden nicht viel, sondern wir gucken uns das Kloster gerne mal an. Es ist das Kloster St. Michael, heißt es. Von außen relativ unspektakulär, einfach so ein bisschen Holz und ja, Stein, Barrikaden, ne, Wände, wie auch immer. Hinten geht ein Weg hoch, den gucken wir uns aber gleich noch an. Gehen jetzt erstmal hier rein. So, schließen natürlich die Türen. Sieht erstmal hier, schöner Vorgarten oder Innenhof, sage ich mal. Nicht Vorgarten, Innenhof. Wir gucken uns aber erstmal den Ostflügel an. So, ich selbst, man muss natürlich sagen, ich war vorher noch nicht drinne, das Video eben aufgenommen, Soundbug, musste ich löschen, deswegen nehme ich das Video jetzt quasi nochmal auf. Deswegen weiß ich jetzt schon, wo es lang geht, was es hier so gibt. Normalerweise mache ich immer One Take und gehe wirklich in die Städte rein, ohne dass ich weiß, was mich erwartet. Deswegen jetzt hier gucken wir uns das mal an. Speisesaal ist hier. Gibt natürlich hier schöne Gemeinschaftstische für Gesellschaft. Hier hinten ist die Küche, ne, damit sich das Kloster natürlich auch ernähren kann. Hier hinten ist der Zutritt verboten. Das sage ich euch gleich. Können wir eigentlich gleich nutzen, aber mal gucken, ob wir es nutzen. Das verbindet quasi den West- und den Ostflügel, dieser Weg. Das finde ich sehr interessant und gut, dass dieses Kloster quasi auf die Art und Weise quasi ineinander verbunden ist. Finde ich sehr nice gemacht. Hier ist dann noch. Ja, hier geht es wieder raus. Dann hier gibt es das kleine Lager. Ja, ein Kloster an sich braucht nicht viel. So, dann hier Abfluss und Lager. Ja, hier ist der Abfluss und sehr unangenehm, aber ich muss jetzt hier mal einfach durchschwimmen und euch zeigen. Hier ist ein kleines Lager nochmal. Im Abwasser natürlich vielleicht nicht der beste Ort, hier Sachen zu lagern, aber vielleicht auch gerade deswegen, weil es eben auch vielleicht Räuber und Feinde abhalten soll. Dann hier geht es hoch. Und dann gibt es hier schöne Gasträume. Ja, einen kleinen Tisch eigentlich zum Schreiben. Ja, gibt es hier 2, 3 Stück von. Ja, dann hier auch nochmal einen kleinen Schlafplatz hier. Im Prinzip nichts Aufregendes und hier Gebetsraum. Beziehungsweise steht hier zumindest dran. Ich weiß nicht, ob das hier der Gebetsraum sein soll. Für ja, einfach Gesellschaft beten muss sein im Kloster, ist ja klar. Wichtig zu wissen, es ist ein christliches Kloster, ein rein christliches. Das heißt, wenn ihr jetzt Ork seid, werdet ihr hier wahrscheinlich nicht reinkommen. Ja, dann gucken wir uns mal hier den Innenhof an. Schön. Mit diesen kleinen Büschen immer hier. Man könnte hier natürlich noch Custom Heads nutzen. Klar, meckern auf hohem Niveau. Ihr wisst ja, wie es ist. Schön finde ich auf jeden Fall, dass hier diese World Painted Bäume quasi mit in dieses Kloster mit eingebaut wurden. Die wurden nicht abgerissen oder so, sondern wurden halt, man hat wirklich das Kloster an die Landschaft angepasst, sondern hier wurde gesehen, okay, hier stehen die Bäume, das heißt, hier kommt der Innenhof hin. Man hat jetzt nicht gesagt, oh, hier, ich will das so und so haben, Bäume abreißen, Kloster hinbauen, neue Bäume hinbauen, sondern man hat direkt die Bäume, die so schön aussehen, finde ich, einfach hier gelassen. Und hat dann gesagt, hier kommt der Innenhof hin. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen, ungünstig. Und hier die Glocke im Kloster auch wichtig, ne?
Jeden Morgen um 6 Uhr wird geläutet, die Leute kommen aus dem Bett raus. Kleinere Kräuter gibt es ja auch immer mal, zumindest kann man natürlich so interpretieren. Ne? Sind jetzt natürlich Minecraft-Blumen, aber sicherlich im RP gut angewendet, wird man daraus sicherlich auch Kräuter irgendwie machen. Ne? Dann hier so ein kleines Brunnenlein hier, schön zum ja, Wasserversorgen, ist ja klar, Felderversorgung, Viehversorgung. Hier hinten geht's hoch zur Kapelle. Das Kloster hat wahrscheinlich von Greifenstein auch gestiftet bekommen. Hier so eine kleine Kapelle, ist ja klar. Ne? Prinzipiell nichts Aufregendes, aber hier schön buntes Glas natürlich verbaut, wie sich das gehört. Ein kleiner Kronleuchter, kleinerer Beichtstuhl und hier auch die Glocke. Ja, natürlich, die Glocke müsste eigentlich hier oben eingebaut werden, aber naja, wir wollen jetzt hier nicht übertrieben meckern. Auf jeden Fall hier schön das Kloster im Blick von hier aus. Ich mach mal Weather Sun rein. Damit das auch alles ein bisschen besser aussieht. Guck, von hier hat man echt einfach einen super schönen Blick. Schön mit Sonne. Ja, sieht einfach sehr schön aus, finde ich. Und hier ist so ein kleiner Kräuterhof. Aber da gucken wir gleich mal hin noch. Hier gucken wir erstmal. Hier nämlich. So ein kleiner Kräuter. Garten hier, wir ein bisschen Blumen und auch Kräuter, je nachdem, wie man es jetzt sieht, angepflanzt. Hier außerhalb so ein kleines Feld, ne, so ein bisschen für die Nahrungsversorgung. Ja. Dann geht es hier wieder rein, glaube ich. Ja, hier geht es wieder rein. Und dann gucken wir uns mal den anderen Flügel an. Warte, hier ist noch ein anderer Gang. Da weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Das ist so ein kleines Geheimlager, denke ich jetzt einfach mal. Ne? Also das Kloster hat auch durchaus kleinere Zwischengänge oder Räume, die immer mal ein bisschen so versteckt sind in drin. Das finde ich immer eigentlich ganz cool, wenn man immer noch so kleinere versteckte Easter Eggs einbaut. Ja, der Westflügel, gucken wir uns den mal an. Auf der rechten Seite haben wir hier die Bibliothek direkt. Eigentlich das mit das Wichtigste eigentlich für ein Kloster oder auch generell bei uns auf dem Server, die Bibliothek, sich Wissen anzueignen über die anderen Rassen, über andere Kulturen, ne? Über Magie zum Beispiel auch, sicherlich wird hier auch studiert über solche Themen. Ja, kleinere Bänke, ne? Also hier kann man auf jeden Fall sehr viel Zeit verbringen. Als Mönch oder als Ordensschwester muss man das auf jeden Fall, denke ich auch. Ist, denke ich, so auch im Lehrplan vorgeschrieben. Dann die Lehrstube, ja hier, direkt neben der Bibliothek, die Lehrstube natürlich, wo man ja angehende Ordensschwestern, Brüder, Kreuzritter natürlich auch vielleicht im Kampf unterrichtet, aber natürlich auch vielleicht über die Heilkunde. Ne? Ja, die Lehrstube auch sehr schön. Aber das sieht schon episch aus hier mit dem Shader. Hier immer so diese kleinen Fenster, finde ich auch sehr cool gemacht. Ja, kennt ihr ja sicherlich auch in realistischen Klöstern, dass das so ist. Der Krankenflügel, ja, ist selbsterklärend. Hier werden die Kranken behandelt und wahrscheinlich auch Medikusse, die in Ausbildung sind, ja, müssen hier selbst Hand anlegen und ihre Prüfung vielleicht auch ablegen. Also auch natürlich sehr wichtig, ein Kloster ist auf Medizin spezialisiert. Da kommt man nicht an einem Krankenflügel vorbei. Klar, Zimmer noch, Gastraum hier, Gastraum 1 bis 3. Klein, aber bescheiden. Oder klein, aber fein, so rum. Hier, denke ich, ist noch eine wichtigere Person ansässig. Weil dieses Zimmer hier hat schon ja eine größere Ausstattung als jetzt die anderen. Hier schön viele Truhen, ein richtiges Bett hier. Ja. Also ich weiß nicht, ob hier vielleicht ein Medikus oder so ansässig ist. Dann hier ist noch ein kleines Zimmer. Ja, das denke ich einfach eine Art Rezeption vielleicht oder so. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall, hier kommt man dann wieder zurück, wo wir vorhin waren. In den Ostflügel, ne? Wo die Küche war, ne? Wo der Speisesaal war, wo es dann hier links rausgeht, der Ostflügel. Und hier nochmal ein kurzer Blick von oben. Das sieht schon ziemlich nice aus. Ich finde gut an dem Kloster. Hier wird wirklich darauf geachtet, dass es wirklich realistisch getreu ist. Und das Kloster zeigt auch eben, dass weniger manchmal auch einfach mehr ist.
Hier wird wirklich darauf geachtet, dass das Kloster nicht zu krass gebaut wird. Man könnte jetzt natürlich 500 Chunks ein Kloster sagen, ne? Aber nein, das Kloster wird wirklich hier klein gehalten, bietet trotzdem genug Platz eben für genug Spieler. Also wenn man wirkliches RP macht und als Mönch oder als Ordensschwester hier ja RPen möchte, dann kann man hier wirklich im Kloster sehr gutes RP bekommen und dieses Feeling als Klosterbruder oder als Schwester eben hier zu leben. Na, das kommt hier wirklich sehr gut rüber, glaube ich. Ne? Vor allem, wenn du noch zwei, drei andere Spieler triffst, mit denen du hier wohnst, ne, die Viehzucht betreibst, studierst und so. Das kommt hier wirklich richtig cool rüber. Und ich bin auch der Meinung, deswegen, also, was heißt, ich bin der Meinung, sondern bei uns auf dem Server ist es ja so, dass die Menschen auch wirklich zu 100% realistisch sein sollen. Das heißt, Menschen, die das RP, Mittelalter-RP lieben, das europäische Mittelalter lieben, die können wirklich hier auf ihre Kosten kommen, indem sie eben solche Orte dann besuchen, ne, und dieses Kloster eben, ja, entdecken, sich dort anmelden, RP-lich, und dort einziehen. Das hat übrigens die Erbauerin des Klosters auch so gemacht. Die kam auf den Server, hat direkt sich zum Menschensein entschieden und hat dann ein Kloster aufgebaut, weil sie eben dieses Kloster Leben oder dieses realistische europäische Mittelalter-Feeling so liebt. Und deswegen hat sie dieses Kloster gegründet. Und wie gesagt, schön in RP-licher Manier, einfach schönes Kloster hier aufgebaut. Weniger ist mehr nach dem Motto, man braucht nicht immer eine richtig heftig große Stadt, sondern wer wirklich gutes RP will, der, glaube ich, sollte anfangen, ein bisschen, ja, nicht so groß zu denken, sondern erstmal klein anfangen. Und sich dann RP-lich eben hocharbeiten. Nicht einfach von vornherein sagen, oh, zähl, ich baue jetzt ein riesiges Imperium auf, sondern wirklich klein anfangen, schön ins RP einleben und dann entwickeln sich so viele Möglichkeiten, die man sich vorher gar nicht vielleicht vorgestellt hat. Ja, das ist, finde ich, sehr wichtig bei uns auf dem Server. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat diese Vorstellung gefallen. Die anderen christlichen Städte gerne, auch andere Städte natürlich. Wenn ihr fertig seid mit Bauen soweit oder auch einzelne Gebäude habt, wie ein Kloster, eine Kirche, lasst es mich wissen, schreibt es im Forum und andere, die jetzt neu hier sind, guckt gerne bei uns auf dem Server vorbei, würden uns sehr über Zuwachs freuen, vor allem über RP-visierte Leute. Ich meine, wir sind RPG-Server und ich möchte kurz betonen auch mal, wir sind kein Mittelalter-Server und wir sind auch kein Fantasy-Server, sondern wir sind beides. Das heißt, wer den Realismus, das realistische Mittelalter rund 1400 liebt, der ist bei uns richtig. Und wer eben auch Fantasy liebt, wie Elfen, Orks, Trolle, keine Ahnung von mir ist auch, Zwerge, ne? Herr der Ringe-Stil, Hochelfen, Herr der Ringe-Stil, Hochelfen oder Nachtelfen, Warcraft-Stil. Jeder ist hier wirklich willkommen und kommt auf seine Kosten. Deswegen schaut gerne bei uns auf dem Server vorbei, auf der Homepage im Forum. M zu 1, M zu nice. Abonnieren, liken nicht vergessen. GG.